Nope, ich kann das Ding da nicht zerstören. Wieso auch immer. Zweitwaffe, perfekt. Nachladen. So, haben wir hier was Interessantes? Irgend noch ein Schiff, das wir mitnehmen können? Nope, können wir nicht, alles klar. So, wer ballert da auf mich rum vom Weiten? Hast du Steine in den Kopf drin, Junge, oder was? Sehr schön, sehr, sehr schön. So, da ist noch einer da auf dem Berg. Was? Alter, jetzt überlebt, bitte was? Wie jetzt? Ja, Schatzi, komm. Gut, den haben wir jetzt auch. So, sieht schon besser aus. So, das ist nur die Karre, die vor uns ist. So, der hat Bock auf uns. Den gehen wir dann kurz und knackig in Heli. Verstecken uns mal. Alter. Leute. Was ist euer scheiß Problem? Außer, dass ihr herkommt. Alter, was machst du da? Alter. Ich stell mich hier in die Wand und kommt einfach... Yo, 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 Alter. Alles klar. Junge, das war ja richtig schlecht. Kann ich eigentlich abspeichern hier zwischendurch? Haben wir das? Jetzt muss ich erstmal nochmal nachgucken. Bei Crysis 1 konntest du zumindest zwischenspeichern. Ach du Heilige. Tastatur. Fahrzeuge, Multiplayer, ne, brauche ich nicht Bewegung. Kampf. Nanosuit. Interagieren. Panzermodus. Q. Okay. Funktioniert aber noch nicht. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich wieder erstmal freischalten. Ich fühl. Bewegung, ausschwärmen und jeden Zentimeter nach Profit durchkämpfen. Gut. So muss es laufen. So laufen wir dem Guten mal hinterher. Gut, hört man den nächsten. Der ist hier stehen geblieben. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Boy. Oder treffe ich so schlecht? Jetzt. So, dann müsste. Alter. Leg dich schlafen, Boy. Ich frag mich halt nur, ich komme in ein Tarnfeld rein, er sieht mich irgendwie. Das ist natürlich ein bisschen weird. Opa, opa, opa. Aber wahrscheinlich muss ich im Tarnfeld komplett drinnen sein, damit die mich gar nicht sehen. Das ist natürlich interessant, bei Crysis 1 war es jetzt nicht so. Gut, das passt. So muss ich die Waffen eigentlich einsammeln. Hab ich jetzt die gleiche Waffe wieder oder was? Oder wie jetzt? Oder wie haben die das hier mit der Waffe? Nee, ist doch die gleiche. Wieso muss. Hey. Okay, interessant. Wieso kann ich die gleiche Waffe einfach umtauschen? Okay. Ja gut, hinsetzen kann ich mich, hinlegen aber nicht. Bei Crysis 1 konntest du dich zumindest mal hinlegen und dann hattest du vor allem, genauigkeitstechnisch war es schon ein bisschen krasser. Oh, Junge. Brauche Verstärkung.
Gut, hätten wir. Okay, der ist auf dem Dach oder was? Oh, nee, 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 nee. Nee, oh Gott. Ey, du willst mich doch rollen und dann jedes Mal von hier vorne anfangen. Ey, du willst mich doch komplett rollen, Boy. Ja, geh nach Norden Richtung Lager, aber... Jo, 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 jo. Gegen Granaten habe ich auch schon eine leichte Allergie vom letzten Mal. Vom letzten Mal Crysis spielen. Die sind da auch sehr, sehr eklig drauf. Nein, 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 nein. Meine Güte, ey, du willst mich doch rollen. Okay, jetzt bleibt der Boy da hinten stehen. Okay. Sehr schön. Gehen wir weiter. Ey, da muss doch irgendjemand im Fahrzeug drinne sein. Möglicher Feindkontakt, aber nur möglich. Es kann sein, vielleicht auch nicht, aber es kann sein, auch doch. Alles klar. Die Energie geht immer dann komplett auf Null. Aber dafür lädt sie viel schneller auf bei... Nicht so wie in Crysis 1. Crysis 1 hast du richtig Probleme damit gehabt. Sehr schön. So, gehen wir mal ein bisschen kontinuierlicher durch. Sehr schön. Das kann sich schon sehen lassen. So, jetzt sind sie da oben noch ein paar, habe ich gesehen. So, okay, ich habe keine Energie gleich mehr, das ist sehr schlecht. Gut. Jo, 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 jo. Jo, 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 boy, 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 boy! Alter! Ach du Heilige, ich werde ja komplett massakriert. Ey, das geht. Ey, wie passiv muss ich hier denn spielen? Ey, das ist ja abartig. Wo geht's hin? Ja, geil. Macht natürlich Sinn. Okay, wo ist er hin? Ah, da ist er. Alter. Gesundheit kritisch. Ja, ich hab's ja verstanden. Geil, nachladen. Super. Ich sehe dich auch. Oh, Manometer, 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 Manometer! Munition einsammeln, auch sehr interessant. Jetzt haben die es hier mal so ausgerichtet. Und zwar musst du, musst du jetzt hier... Ja, jetzt bin ich. Musst du über die Waffen drüber... laufen, damit du das einsammeln kannst. Auch richtig komisch gemacht. Ibims 1 Frostglyph. Ja. Schlafen. Ja, ich würde trotzdem lieber in die Richtung da ein bisschen gehen. Nein, kein schwerer Beschuss, einfach nur Einzelbeschuss. Kann ich die irgendwas verändern an der Waffe? Nein, an sich so nicht. Alles klar. Oh, Mann, 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 Mann. Okay, die da oben, das ist so ein bisschen kritisch. Vor allem, die sind da alle auf einem Haufen.
Yo, Junge, 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 Junge. Alter. Ich krieg hier ein bisschen zu hart aufs Maul, würde ich sagen. Tarnfeld aktiviert. Es wird mir hier ein bisschen zu bunt. Hab ich den oder hab ich den nicht? Jo, Alter. Okay, da sehe ich jetzt niemanden. So, gehen wir kurz in Tarnmodus rein. Und schauen uns mal um. Hier habe ich eigentlich so ein bisschen was gesehen gehabt. Aber okay, wenn hier keiner mehr ist, was soll das rote Symbol sein? Was soll die Karre darstellen? Ich hätte gerne einen Schalldämpfer. Ich bin eher so ein, ja. Wo bist du überhaupt? Ah, da bist du. Oh, gegen das Licht zu schießen, so, ja, ekelhaft. Ekelhaft. Nein. Wir hören sie nicht. Wir wollen sie auch nicht hören. War da einer? Jetzt war ein Parkschild. Gut, schleichen wir mal weiter. Oh no, oh no, oh no, 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 nein! Nee, alles sicher. Leute, ich würde sagen, ich muss gleich noch jemanden abholen gehen. Das wird nichts, ey. Das wird gar nichts, ey. Das wird nichts. Kannst du mal stehen bleiben, Bro? Ey, dieser kleine Dude da hinten, ne, ey, der will mich. Der will mich einfach küssen, will der mich. Jetzt beruhig dich mal bitte. Katastrophe. Ja, auf jeden Fall, Schwierigkeitsgrad ändern. Nein. Wir spielen das auf Hardcore durch. Aber ich würde sagen, ja, sorry für den kurzen Stream. Aber ich muss noch gleich jemanden abholen, der sehr wichtig ist. Also auf jeden Fall vielen Dank mal fürs Zuschauen. Ich vermute, es wird dann demnächst gleich einfach weitergehen. Ja, aber jetzt erstmal vorerst. Bis später. Ade, ade.